Nummer 1. Sie verteidigt dich vor anderen. Also wenn du nicht gerade unter einem Stein wohnst, dann hast du Kritiker und auch Feinde. Feinde, die dir ans Leder wollen, die dich eben nicht leiden können oder dir die Pest an den Hals wünschen. Aus welchen Gründen auch immer, ob nun berechtigt oder nicht, du wirst sicher nicht nur Freunde haben und ob man es wahrhaben will oder nicht, die Leute reden sehr intensiv über andere hinter deren Rücken, Männer nicht wirklich weniger als Frauen. Wenn du hier mitbekommst, dass die Frau, auf die du es abgesehen hast, bei Kritik an deiner Person für dich eine Lanze bricht und dich verteidigt, dann ist das ganz klar ein gutes Zeichen. Ein Zeichen, dass von ihrer Seite aus die Chemie stimmt. Zweitens, sie nimmt dein ideologisches Wertemodell an. Auch hier geht es um Unterstützung für dich und diese kann sowohl weltanschaulich, also ideologisch oder eben auch für deine Ideen, deine Meinungen und Vorhaben in Erscheinung treten. Bei deiner Weltanschauung, also deinem Wertemodell, das du hoffentlich hast, musst du halt auch berücksichtigen, dass Frauen generell sowas nicht in derselben Form haben wie wir Männer. Das betrifft ganz besonders Prinzipien und Ideale, die Frauen gerne mal sofort austauschen, sobald es opportun für sie ist. Und ja, gewöhnlich unterstützen sie einfach das, was eine autoritäre Instanz für sie auf den Tisch legt. Wenn du jetzt ihr autoritärer Sugar Daddy bist, dessen Wertemodell sie angenommen hat, dann kannst du dir schon recht sicher sein, dass sie an deine Seite will bzw. an dieser bleiben will. Drittens, dein Urteil über sie und auch andere Dinge ist ihr wichtig. Frauen suchen Bestätigung von hochwertigen Männern. Und hochwertige Männer suchen nach Bestätigung nicht von Frauen, sondern von anderen hochwertigen Männern. Zumindest ist das der normale Ablauf. Im Idealfall will sie dir gefallen. Sie will, dass sie für dich hübsch ist und sie will, dass du von ihr angetörnt wirst. Das zeigt sich bei ihrer Kleiderwahl, bei der sie dein Urteil berücksichtigt, bei ihrer Frisur vielleicht, die sie nach deinem Gusto gestaltet oder auch das Parfüm, das dir so gefällt, was sie trägt. Das sind natürlich profane Beispiele, aber generell ist es gut, wenn sie deinem Urteil und deiner Bewertung eine hohe Tragkraft zumisst. Viertens, sie ist dein persönlicher Cheerleader. Frauen verstehen ja tendenziell oft nicht wirklich, wie wichtig unsere Projekte für uns sind, sei es finanzieller, beruflicher oder privater Natur. Wenn sie dir hier im Wege rumsteht, sich lieber selbst in den Mittelpunkt drückt, diese Vorhaben torpediert oder nur am Schwarzmalen oder herumnörgeln ist, dann sind das ganz klar schlechte Zeichen. Instinktiv muss sie wissen und anerkennen, dass du ein beschäftigter Mann bist, der sie nicht dringend braucht und der sie auch nicht in seinen Lebensmittelpunkt rücken kann. Damit sie das überhaupt tun kann, musst du natürlich erstmal den ersten Schritt machen und deine Ziele, Vorhaben und Selbstbestimmung für dich an erste Stelle setzen. Nummer 5. Sie legt ihre Social Media Content lahm. Also soziale Medien, ganz besonders Chats und Online-Dating-Plattformen, die haben enormes Suchtpotenzial, gerade für Frauen. Und du findest hier haufenweise Untersuchungen, dass Frauen diese primär für ihren Ego-Boost nutzen. Ich bin ja auch schon öfters drauf eingegangen. Ein erheblicher Teil der Frauen ergötzt sich dort einfach nur an den peinlichen Kommentaren von schwachen und bedürftigen Männern, ohne überhaupt Interesse an einem Date zu haben. Dass sie mit diesem Unfug für dich aufhört, ist nicht nur ein Zeichen, dass sie echtes Interesse an dir hat, sondern es ist für mich wie all meine 5 hier genannten Punkte eine Voraussetzung für dich, diese Frau überhaupt erst als Beziehung in Erwägung zu ziehen. Erzähl's mir, wenn du was zu sagen hast, mach den Daumen hoch und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist. Ciao, ciao.